Geschichten, die du gehört hast, erzählen nicht die ganze Wahrheit. Die Insel ist in der Tat ein legendärer Ort. Hier liegt Macht und auch Reichtum verborgen. Aber die, die vor dir gegangen sind, sind einfach verschwunden. Man hat nie mehr von ihnen gehört. Ich habe den Wahnsinn gesehen, der über die Mannschaft gekommen ist. Das war schlimmer als alles Böse, das die Welt bisher gekannt hat. Wie ich überlebt habe, weiß ich nicht. Der Inhalt dieser Kiste stammt nicht von dieser Welt. Er wird dich zu deinem Ziel führen, wo auch immer das sein mag. Dann geh, Kapitän. Plane deinen Kurs und dein Schicksal. Ich werde für die Seelen deiner Mannschaft beten. Und da sind wir in New World. Ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen von den Socken, weil ich jetzt insgesamt etwas über 9 Stunden gewartet habe, bis ich endlich hier reinkommen konnte. Ich musste direkt mal einen Beweis-Screenshot machen, dass ich überhaupt hier reingekommen bin. Ja, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass auch alles funktioniert mit der Aufnahme, denn ich konnte nichts probieren bzw. nichts überprüfen. Mal schauen, was bist du für einer? Okay, das ist natürlich sehr umständlich, mit X zu ziehen. Was ist denn Lumisch? Anscheinend die Shift-Taste. Okay, also das ist richtig scheiße zu steuern. Ausweichen ist mit der Shift-Taste. Blocken ist mit rechts, das ist ja soweit okay. X ist die Waffe ziehen, das ist Mist. Naja, mal gucken, ob man sich dran gewöhnt. Ich persönlich schreibe mir das mal eben auf und starte mal eben. Du, komm näher. Dein Kapitän braucht dich. Hier stimmt etwas nicht. Ich fühle mich nicht gut. Was ist passiert? Dieser Teufelssturm. Bei allen Kreisen der Hölle, was ist das? Und wo ist meine Kiste? Ich brauche meine Kiste. Hast du sie? Du räudige Landratte. Hallo, geht's noch? Ich habe jetzt hier über 9 Stunden gewartet, damit ich mich jetzt hier von irgend so einem Knilch anscheißen lassen muss. Ich habe die Kiste nicht. Hier stimmt etwas nicht. So nah dran. Das ist ungerecht. Was passiert mit mir? Ich darf so nicht sterben. Okay, wir nehmen die Aufgabe an. Oh. Ja, nehmen wir mal alles, was auch immer der hinterlassen hat. Besorge die Sachen. Also ich muss mich ja erstmal so ein bisschen umschauen. Die Grafik sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall definitiv besser, als in dem Video gewesen ist. Moment, mit Tab kommt man ins Inventar. Ich habe natürlich jetzt schon wieder alles weggelegt, wo ich die Sachen aufgeschrieben habe. Okay. Ich denke mal, dass man damit I, wie man es sonst immer hat, nicht ins Inventar kommt. Einfaches Essen, Waffen. Oh, sagt mir bitte nicht, dass wir essen müssen, um zu überleben. Das wäre richtig scheiße. Aber ich denke, ich hoffe, dass das nur ist, dass man Essen machen muss, um ja, sich zu heilen oder so. Ja, du heilst 20 Sekunden lang. Okay. Ich habe schon gedacht, ich bin etwas geschädigt von einigen Überlebensspielen, wo sie dann so zweitrangige Sachen mit drin haben.
Okay, wir haben einen abgewetzten Rundschild, den wir ausrüsten müssen, oder? Ja, anscheinend. Platz für Verbrauchsgegenstände. Ach so, wenn ich dann auf 3 drücke, dann esse ich was und heile. Okay, die Frage ist dann, sehe ich das auch? Weil das merke ich mir ja nie. Schließe dann mein Inventar. Ja, unten rechts sieht man das. Das ist gut. Iss und trinke etwas, um deine Gesundheit zu regenerieren. Einmal die 3. Aber ich habe nichts zu trinken, oder? Wo bekommen wir jetzt Wasser her? Ich denke mal. Oh, ach ja, ich roll jetzt die ganze Zeit mit der Taste, mit der man normalerweise sprintet, also sprich mit Shift. Okay, ins Wasser können wir nicht. Tja, wie kann ich dann was trinken? 4 ist nichts drin. Okay, Leertaste springen, das ist zumindest was Normales. Oh, da kommt schon wieder ein Gegner, das ist ja nervig. Kann man nicht erstmal was zu trinken hier finden? Ja, muss ich jetzt hier irgendwas suchen, wo ich drüber springen kann? Oder wie oft soll ich die Leertaste jetzt drücken? Hallo? Ah, ihr könnt mich mal. Hallo? Okay, das ist abgesperrt, da kann man nicht rum. Also kommen wir wohl nicht drum herum, ohne dass wir entkommen vom Schiffsfriedhof, um deine Mannschaftskameraden zu suchen. Okay. Ja, wir machen das so wie sonst auch immer. Allerdings habe ich keine Mappe. Also keine Map. Nicht Mappe. Lauf mir doch nicht hinterher. Wo komme ich denn hier raus? Muss ich da hinten hoch? Da so blau. Ah, okay. Jetzt habe ich das zumindest schon mal mit dem Springen festgestellt. Lauf, 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 lauf. Was ist denn das jetzt gewesen? Apostroph oder was? Ich konnte es gar nicht richtig sehen. Laufen wir einfach hier durch. So, wir wollen ja nicht kämpfen. Wir wollen ja jetzt erstmal was in der Umgebung hier entdecken. New World. Steige in die Grotte hinab, um herauszufinden, woher der Rauch kommt. Welcher? Ach so, der Rauch. Okay. Normalerweise, wenn man so einen Rauch sieht, sollte man sich nicht hineinbegeben. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Ihr könntet eure Lungen gefährden. Das heißt, wir kriegen jetzt unseren ersten Bossgegner, oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Guten Tag. Das ist nicht der Kerl, den wir vorhin gesehen haben. Aber irgendwie sieht er jetzt nicht mehr so freundlich Jetzt aus. Kenne ich das Geheimnis der Insel. Jetzt kenne ich meine wahre Macht. Okay. Na, man kriegt aber doch noch viel ab, wenn man blockt. Ja, circa 4 Minuten später haben wir auch diesen Bildschirmschoner, sag ich mal, überwunden. Okay, hier haben wir überall Fässer, die wir aber anscheinend nicht durchsuchen können. Oder können wir die irgendwie kaputt machen? Auch nicht. Ja, was interessiert mich das, welche Gilde was sucht oder braucht? Untersuche den Wachturm. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Ist das ein Spieler anscheinend? Und nun? Mit dem muss ich reden, oder? Mehr Überlebende? Oh, dem Himmel sei Dank. Es ist immer schön, Überlebende zu finden.
Dieser Sturm war heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass den jemand über... Wer bist du? Ich? Ah, ich bin Charity, Wächterin Douglas aus der Siedlung Königsfels. Und mit wem habe ich heute das Vergnügen? Ich heiße Gameplayerin. Nun, das ist zwar nicht die beste Art des Kennenlernens, aber so kommen tatsächlich die meisten hier an. Du fragst dich sicher noch, wo hier eigentlich ist. Ja, wir schließen erstmal ab. Das ist zwar keine Antwort auf Ihre Frage. Du bist auf der Insel Eternum gestrandet. Ich kann mich zwar kaum noch an die alte Welt erinnern, aber ich weiß, dort war alles anders. Was ist an Eternum so anders? Der Vorteil ist, dass wir hier weder altern noch sterben. Zumindest nicht auf natürlichem Wege. Der Nachteil ist das, was dem Rest deiner Mannschaft zugestoßen ist. Was ist ihnen widerfahren? Tja, weißt du, sie sind wieder auferstanden, aber ohne ihre Seelen. Sie wandern einfach ziellos am Strand umher. Es wäre ein Akt der Gnade, sie ein für allemal zur Ruhe zu betten. Könntest du das? Sie töten wahrscheinlich. Okay, wir nehmen das mal an. So, wir haben jetzt aber was bekommen. Ach so, die Hose ist... Die bekommen wir dann nur, wenn wir die Aufgabe erfüllt haben, so wie es aussieht. Okay. Untersuche das auf der Karte markierte Schiffswrack. Ja, wäre jetzt nur schön... Kann man diesen dämlichen Chat hier irgendwie ausschalten? Ich schau mal eben, ob ich irgendwelche Einstellungen finde, wo man was einstellen kann. So, also, ich konnte leider nichts finden. Ich kann... Oh, Moment, hier unten ist eine Einstellung drin. Textgröße. Global, Nachrichten, Direktnachricht, okay. Der Rest soll einfach komplett stumm sein. Interessiert mich doch sowieso nicht. Ach so, okay, die Gruppe ist in Ordnung. Armee und den ganzen Quatsch interessiert mich sowieso nicht. Nachrichten Hintergrund, Nachrichten transparent, Benachrichtigungen. Ja, okay, dann lassen wir das jetzt mal so, in der Hoffnung, dass da jetzt nicht wieder irgendein Mist reinkommt. Und dann gehe ich jetzt hier auch mal raus. So, dann haben wir doch ein etwas schöneres Bild. Ich habe eben auch gelesen mit... kann ich PvP an- und ausschalten? Was ich aber noch nicht benutzen kann. Okay, das heißt, hier scheine ich wohl sicher zu sein und noch kein PvP mitbekommen zu müssen. So, ein anderes Lied. Ich sitze hier, beobachte die Brandung und hänge Erinnerungen an mein altes Leben nach. Ich war eine aufstrebende Antiquarin. Die Geschichten der Vergangenheit und die Leute, die diese mit Leben gefüllt haben, haben mich auf diese Insel geführt. Nachdem ich meine Überlebensaussichten auf dieser Insel zuerst als ziemlich gering betrachtet habe, habe ich mich inzwischen eines Besseren besonnen. Als Bixford mich als Wächter empfahl, hatte ich ehrlich gesagt keine Ahnung, warum jemand diese Aufgabe übernehmen sollen würde. Aber nachdem ich im Laufe der Zeit so viele Schiffe untersucht, mit Neuankömmlingen gesprochen und ihnen geholfen habe, nachdem ich mir ihre Geschichten angehört, mit Bruchstücke ihrer Vergangenheit zusammengesetzt und ihnen geholfen habe, auf dieser Insel eine Zukunft zu finden, bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich werde mich bei Bixford bedanken, wenn ich wieder in der Siedlung bin. Gegen die Ertrunkenen kämpfen? Jeder Beruf hat wohl so seine Schattenseiten. Ah, da gibt es dann auch andere Seiten von. Okay. Ja, da hinten ist auch noch was, was leuchtet. Das werden wir wohl Vorratsversteck. Können wir da irgendwas... Oh, sehr schön. Da können wir auch was mitnehmen. Was ist hiermit? Herstellen und ausruhen. Herstellen können wir zurzeit nichts. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, mit M kann ich die Karte öffnen, habe ich gesehen. Ich muss mich schräg nach links aufhalten. Soll ich jetzt durch das Wasser schwimmen? Boah, ist das ätzend. Kann man das nicht richtig einstellen mit dem... Achso, die Steuerung ist dann langsam gehen. Okay. Aber das ist richtig, richtig ätzend, dass Amazon genau den Punkt genommen hat, an dem jedes Spiel seinen Sprint drin hat. Das wollte ich sagen. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Besiege drei Ertrunkene. Okay.
Das sollte nicht ganz so schwierig sein. Sprich mit Charity Douglas. Oh. Alles nehmen? Konnte ich da eben auch alles nehmen irgendwo? Nee, ne? Das hat sich jetzt irgendwie... Na gut. Ich denke, ich muss da mit dem sprechen. Ja, das ist richtig. Sieht ja schon ganz niedlich aus, dieses kleine Schild, was man so mit sich rumschleppt. Da ist sie. Ich wusste, dass dir das nicht gefällt. Aber sobald ihre Seelen fort sind, kann man nichts mehr für sie tun. Ich wünschte, es würde einem irgendwann nichts mehr ausmachen. Aber so ist es nicht. Ja, dann schließen wir es einmal ab. Herrje, wo sind bloß deine Manieren geblieben, Charity? Tut mir leid. Nach allem, was du heute durchgemacht hast, bist du bestimmt am Verhungern. Hast du etwas zu essen? Ich habe nichts dabei, aber ich kann dir zeigen, wie du dir helfen kannst. Besorge Feuerstein und Holz und fertige am Feuer ein Häutemesser an. Das ist zumindest ein Anfang. Okay. Wenn ich jetzt noch weiß, wie und wo, sammle Folgendes vom Boden. Das heißt, jetzt scheinen Sachen auf dem Boden aufzutauchen, oder... Steht jetzt nicht in welchem Bereich, ne? Also müssen wir jetzt einfach dumm in der Gegend rumlaufen. Und gucken, ob wir hier irgendwas sammeln können. Und da war gerade... Busch. Ah, okay. Da will ich doch mal hoffen, dass die anderen mir das nicht wegnehmen können. Weil am Ende stehe ich da, brauche irgendwelche Ressourcen. Und find nichts, weil alle anderen das irgendwie schon weggenommen haben. Was ist mit dir? Du bist ein Feuerstein. Ha! Okay, perfekt. Da ist auch nochmal einer. Ich hätte jetzt gedacht, die sind zu groß, aber okay. Wahrscheinlich extra groß, damit man sie auch wirklich sieht. Hier ist auch noch einer. Gut, ein bisschen blöd, dass man die Sachen erst sieht, wenn man direkt davor steht. Aber gut, ich denke mal, das wird mit der Zeit auch noch alles verbessert. Achso, stelle am Lagerfeuer das Häutemesser her. Okay. Das kann ich... Nee, Moment, das ist das Langschwert. Häutemesser hier herstellen. Aktives Werkzeug wählen. Nö, das reicht ja so, ne? Ja. Na, hast du dein Häutemesser? Es ist zwar nicht gerade schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Keine Sorge, hätte schlimmer sein können. Jetzt kannst du dir eine Mahlzeit jagen. Ach, ja. Genau. Mit dem Messer kannst du dir jetzt was zu essen machen. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Erlege eins, häute es und brate das Fleisch über dem Feuer. Das sollte die... Es ist komisch, dass das am Ende mal so ein bisschen abgebrochen ist. Klingt nach einem guten Plan. Schnapp dir ein fettes, wenn du kannst. Hier ist eine gute Stelle zum Jagen. Okay. Da hinten sehe ich auch gerade schon eins. Muss ich dann einfach nur quasi draufhauen, nehme ich mal an. Wobei einfach nur natürlich relativ ist. So, ich hoffe, das ist wie bei den meisten anderen Spielen, dass ich einfach die Sachen sammeln kann. Oh. Also sprich, unendlich sammeln kann. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. So, hi Wildschwein. Musste ich mal eben zerlegen. Achso, ich muss das Messer noch ausrüsten. Wo habe ich das Messer und wo kommt es hin? Muss ich jetzt in die normale Hand nehmen, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Ja. Ja, man muss natürlich erstmal gucken, wie man was alles macht. Ich meine, ich bin jetzt zum ersten Mal hier auf den Server drauf.
Bereite auf dem Lagerfeuer eine kleine Ration zu. Okay, das ist... Moment, ich habe aber... Nee, ich habe trotzdem noch mein Schwert in der Hand. Ach so. Dann muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Dann ist das nämlich woanders drin. Was ist das denn? Junger Baum? Keine Axt. Okay, also wir brauchen dann später auch noch eine Axt. Ach, ich werde es nie lernen, dass die Sprint-Taste nicht zum Sprinten da ist, sondern zum Ausweichen. So, was stehst du eigentlich die ganze Zeit hier rum? Junge, mach was für dein Geld. Ich habe hier 8,5 Stunden gebraucht. Die anderen werden wahrscheinlich auch länger gebraucht haben. Also mindestens auch 8,5 Stunden, nehme ich mal an, um hier drauf zu kommen. Entsprechend, ja, sollte man sich dann auch bewegen. Ich weiß ja nicht, ab wann man rausfliegt. Eine kleine Ration. Achso, da. Herstellen. Also bisher kann ich jetzt zwar noch nicht viel sagen, aber bisher ist es ganz okay. Ich weiß nicht, was das mit dem Ausruhen ist. Wahrscheinlich kann man sich dann heilen. An einem kalten Strand wie diesem, da geht nichts über ein Mahl am Feuer. Die Mühe hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Ich habe einen Rüstungskoffer bekommen. Kann ich jetzt mehr tragen? Ich hoffe, du findest das Leben hier nicht zu schlimm. Manchen gefällt es ganz gut. Und wir haben in Königsfels gutes Wetter. Zumindest meistens. Benötigst du noch weitere Hilfe? Ich fürchte schon. Das war ein irrer Sturm, der all diese Schiffe versenkt hat. Die Verderbnis löst zwar ständig Stürme vor der Küste aus, aber das war der schlimmste, den ich je erlebt habe. Was ist die Verderbnis? Es ist dieses eklige rote Zeug. Eine Art böser Zauber. Verderbt zu werden ist schlimmer, als zum Verlorenen zu werden. Die Verderbnis bildet einen Ring um Eternum und vernichtet alle ein- und ausfahrenden Schiffe. Jetzt mal ganz ehrlich nebenbei, wo zur Hölle haben die diese Ausrüstung schon her, obwohl das Spiel heute rausgekommen ist? Und oder das hier, das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Und die meisten Spieler gerade in der letzten halben Stunde überhaupt reingekommen sind. Deswegen gab es ja auch einen mega Shitstorm und ja, tausende von schlechte Bewertungen schon bei Steam. Kann man irgendetwas dagegen tun? Die Stürme gehören hier einfach zum Leben dazu. Mehr als die Schiffe zu notieren, die Verderbnis fordert, können wir nicht. Wenn du aus diesen Wracks Andenken bergen könntest, würde sich die Siedlung sehr freuen. Okay, dann weiß ich zumindest schon mal, wo sie den Bogen hier haben. Ja, aus den Wracks. Tagebuch öffnen, warum auch immer ich das jetzt öffnen soll. Das ist wahrscheinlich nur, um zu zeigen, wie man es öffnet. Die sind dann durchnummeriert, so wie es aussieht. Okay. Stufe 4. Sollte ich jetzt Stufe 4 haben oder habe ich jetzt schon Stufe 4? Nee, ich habe schon... Nee, ich habe 4 Punkte zur Verfügung. Da gucken wir doch direkt mal nach. Okay. Die kann man dann so einsetzen. Skaliert mit Stärke. Intelligenz, Konzentration. Kann man hier irgendwo sehen, worum es hier geht? Ich denke mal, Konzentration, wenn ich hier Mana sehe, wird wohl irgendwas mit Magika zu tun haben. Anscheinend kann man auch, ja, mit einem Stab spielen. Bisher habe ich jetzt, glaube ich, noch keinen gesehen. Konstitution ist wahrscheinlich, wie viel man ausweichen kann und so. Geschick eventuell auch. Wir machen auf jeden Fall was in Stärke rein. Konstitution könnte übrigens auch leben. Moment, Gott, kam da jetzt gerade was? Alle Gesundheits- und Verbrauchsgegenstände sind 20% stärker. Plus 10 Geschwindigkeit bei Holzfällerei. Das hört sich sehr gut an. Genau, Mana-Regeneration, habe ich mir schon gedacht. 10% Schaden mit Magieangriffe. Ja, jetzt sehe ich übrigens auch gerade, obwohl das ist kein Magier, das ist Muskete. Okay, plus 5% Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Ja, Geschwindigkeit beim Häuten könnte man jetzt theoretisch auch nehmen. Schaden von leichten Angriffen mit Nahkampfwaffen. Ja, die haben wir ja im Moment noch. Würde ich schon fast sagen, dass wir da noch einen Punkt reinmachen. So. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Ich würde ja lieber auf Magicka spielen, aber ja. Ach, da oben kann man es auch schön sehen.
mit Ziel 1. Wieso ist das jetzt hier so dunkel? Das finde ich aber nicht nett. Ich habe noch gerade erst angefangen zu spielen. Ach, die ist da hinten, die Insel. Ach ja. Ich sag ja, ich werde es wahrscheinlich gar nicht mehr lernen, dass die Sprint-Taste aller Spiele die Ausweichtaste ist. Was hieß das jetzt gerade? Dass ich was Neues entdeckt habe? Oder? Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Von der Kalypsis-Krönung. Beschaffe die Besatzungsliste. Oh, hier ist ein Feuerstein. Hier sind drei Feuersteine. Die nehmen wir mal direkt mit. Schiffsinventarliste. Beschaffe das Logbuch. Die Frage ist, das ist wahrscheinlich mittendrin, ne? Ja, sieht so aus. Normalerweise laufe ich ja immer so drumherum. In dem Fall würde ich sagen, damit wir auch ein bisschen leveln, greife ich auch mal an zwischendurch. Okay. Okay, das wollte ich wissen. Wir können auch lange Angriffe machen. Die Frage ist, spawnen die auch wieder? Ich gehe mal davon aus, ne, wenn es ein MMO ist. Ich hasse es, wenn man... Ach da, Moment. Obendrauf? Okay. Nein, ich wollte es nicht lesen. Bereits gelesen. Also sowas lese ich mir dann nicht durch. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist anscheinend hinten außen irgendwo. Die Frage ist, kann ich mir das jetzt nehmen, was der so schön da... Oh, das ist ein Dreier. Hab ich gerade erst gesehen. Okay, Vorratslager. Ja, perfekt. Ist gerade keiner in der Nähe, oder? Doch, da ist einer in der Nähe. Irgendwie hören die sich an wie die Zombies aus 28 Days Later. Die machen auch immer... Können auch nicht vernünftig reden. Hier ist auch noch was zum Lesen. So, greife ich dich mal von hinten an, würde ich sagen. Und schwupp. Das Gute ist, dass einem anscheinend nicht immer direkt alle angreifen, wenn drumherum irgendwas passiert. Keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf komme. Ach, da links. Ah, ich sehe schon. Oder sie springt einfach auch selber drauf. Perfekt. Suche auf Schiffswrack nach Überresten. Okay, wahrscheinlich unten, oder? Ich sehe da jetzt gerade so nichts. Sie kann aber hochspringen, das ist schon mal gut. Nur nicht da, wo sie soll. Ach, da, ja, da unten drin. Da unten steht aber auch einer. Komm ich hier rüber? Komm ich gar nicht rein? Moment. Und wie bekomme ich von denen ja auch gar nichts mehr? Von der Seite müsste ich reinkommen, aber da steht der, der mich nicht gesehen hat. Okay. Dann machen wir es einfach so. Nein! Das sind nur Feuersteine. Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Ach, das... Oh, ernsthaft? Das Schiffswrack ist gar nicht hier. Ja, wieso sagt mir das denn keiner? Kommen die eigentlich auch übers Wasser mit? Wir testen mal. Ich denke mal eher nicht. Kann man auch... Ja, man kann auch die Karte machen und laufen, also weiterlaufen, das ist gut. Auf dem Wrack der Hörle ist... Okay, na gut. Was bist du für einer? Ey, ich habe extra geblockt, weil ich wusste, dass du Schweinehund das vorhast. Sauerei. Okay, das sind mehrere hintereinander.
wird aber trotzdem getroffen, auch wenn man blockt. Das ist doch schon etwas nervig. Hallo, ich blocke. Ich hätte gerne dein Vorratslager und deinen Schatz. So. Wie heißt das Ding eigentlich? Shift spinnt. Suche auf Schiffswracks. Also nicht mehr hier. Ha, diesmal falle ich nicht drauf rein. Okay. Dann laufen wir hier mal durch. In der Hoffnung, dass wir schneller sind als er. Oje, oje. Okay, da müssen wir. Oh. Ja, du bist schon ein bisschen stärker. Ich habe es mitbekommen. Oho. Im vollen Block macht er mir so viel Schaden. Das ist echt abartig. Ja, ich weiß, du hast mich gesehen. Ausweichen ist auch nicht deine Stärke. Das habe ich auch schon mitbekommen. Mann. Also so heftig kenne ich das jetzt nicht, wenn man gerade erst anfängt. So, eine Flagge und in die Richtung rechts. Da müsste noch eins. Nee, Moment, auf diesem Schiff soll das sein. Oh, das ist ein Level 5er. Das war vielleicht doch nicht so günstig. Aber er hat gesessen. Also war es nicht so schlimm. Okay. Oh. Oh, dieses Geräusch, ey. Da mich das so an diese Zombies erinnert, das ist echt mega schrecklich. Geradeaus rechts muss ich zurücklaufen. Fallschaden, das ist nicht gut. Lauf! Klein Gameplayerin, lauf! Eieiei. Aber ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt ins Spiel reinkomme, ganz ehrlich. Niki Mary, was für ein Name, okay. So, wie ist das denn jetzt? Wenn ich das esse, dann heile ich mich. Naja. Wobei das wahrscheinlich schwachsinnig war, weil ich das am Lagerfeuer hätte tun können. Das wollte ich nicht mal ausprobieren. Aber naja. Sehr schön. Du hast ziemlich viele Aufzeichnungen gefunden. Wie es scheint, werden sie in der Königsfeld-Siedlung als Andenken aufbewahrt. Ja, dann schließen wir es ab. Du willst dich jetzt bestimmt selbst bald auf den Weg zur Siedlung machen. Ich werde dich auch nicht weiter aufhalten. Aber es ist schön, Gesellschaft zu haben. Was brauchst du sonst noch? Oh nein, ein Klon von mir. Ich kann erst weg, wenn die Verderbnis hier vollständig beseitigt wurde. Man sieht mir bestimmt an, dass mir das keine große Freude bereitet. Ich frage mich, vielleicht kannst du mir helfen. Sicherlich, was kann ich tun? Die verbliebene Verderbnis dürfte wahrscheinlich aus der Spuckschildkrötenhöhle kommen. Es wäre großartig, wenn du dich einfach um die Sache kümmern könntest. Sei aber vorsichtig. Also die Übersetzung ist ja wirklich seltsam, im Gegensatz zu das, was synchronisiert wurde, aber okay. Ja, wir nehmen die Aufgabe an. Die Frage ist nur, ob wir das schaffen, ich weiß es nicht.
Die Schildkröten-Spuckhöhle schießt mich tot auf der Seite. Können wir eigentlich noch was zu essen herstellen? Kleine Rationen haben wir noch. Energiespendende kleine Rationen. Erhöht auch Mana. Okay. Ach so, können wir aber... Doch, Mensch. Ich habe nur keine mehr. Das hier. Okay, sonst können wir jetzt... Moment, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Bergbau. Holzfäller-Axt. Die können wir aber auch schon herstellen. Na, dann machen wir das doch. Zum Fortfahren klicken. Okay, das geht dann schneller. Was ist mit dem Häutemesser? Wieso? Ach so, das... Kostet keine Zeit oder was heißt das dann? Ich weiß es nicht. Erntesichel zum langsamen Sammeln der meisten Pflanzen eingesetzt. Machen wir auch mal. Bergbauhacke. Die werden wir vermutlich auf jeden Fall brauchen. So, Angel können wir leider noch nicht machen. Dafür brauchen wir Fasern. Ich vermute, dass wir diese Sichel brauchen, um Fasern rauszubekommen. Achso, das sind alle ungelernten Sachen hier. Okay. Langschwert haben wir ja eins. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen ja eh ungefähr in die Richtung. Ah, hier ist anscheinend schon abgeholzt. Hatte ich nicht irgendwelche großen... Ah, erfordert die Fähigkeit Holzfällerei. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie man es gewohnt ist. Man muss erst noch was freischalten. Okay. Mal schauen. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht so viele Gegner rumlaufen. Hallo, nimmst du den Feuerstein hier auch auf? Ich habe Glühwürmchenköder gefunden. Das ist ja niedlich. Okay, jetzt sieht mir irgendwie nicht gut aus. Und das auch nicht. Da muss ich rein, oder? Nehme ich an. Ja, das ist die Höhle und das ist dann die letzte Sache, die wir holen müssen. Ja, warum einfach... Oh je, alle schon auf 5. Was machst du denn hier für ein Quatsch? Ich glaube, der hat mich gerade voll getroffen. Ich kann... Moment... Kann jetzt anscheinend den Bogen auf 2 ausrüsten. So, das heißt, ich nehme den. Und nehme dann doch lieber 1. Weil ich damit überhaupt nicht zurechtkomme. Okay, keine Ahnung, warum der nicht gezielt hat. Nächstes Mal... Laufe ich den Leuten einfach nur hinterher. Okay, die scheinen ja zu wissen, wo es lang geht. So, bitteschön, gern geschehen. Muss man da irgendwas machen? Anscheinend. Bin ich überhaupt richtig? Aua. Doch, anscheinend ja. Aber das ist gut, dass der Bescheid weiß. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh, fuck. Oh, fuck. Keiner verliert hier mal ein bisschen Loot, ey.
das brauchen wir nicht. Die Frage ist jetzt... Eine letzte Sache, erkunde die... Hä? Wo läuft der jetzt hin? Erkunde die Höhle und beseitige die Quelle der Verderbnis. Sollte ich dem jetzt hinterherlaufen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Nee. Sprich mit Charity Douglas steht da oben. Ja, dann gehen wir doch wieder zurück. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hergekommen bin. Ich glaube von hier oben. Und dann aus der Höhle. Wieso ist der Schleier hier wieder zu? Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Ich glaube, da ist noch einer in der Höhle. Oh, ist das euer Ernst? Falsche Taste, noch nicht mal richtig ausweichen kann man hier. Ich will doch einfach nur spielen, Jungs. Ich will nicht, dass er mich hier irgendwie angreift oder so. Ich will meine Quests finden. Beziehungsweise diese Quests abgeben. Und mich fragen, warum der Typ eigentlich weitergelaufen ist eben. In die andere Richtung. Wahrscheinlich war da der Ausgang. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja hier null aus. So, Mädel. Ich bin wieder da. Hast du es vernichtet? Das, was in der Spuckschildkrötenhöhle war? Ach, dem Himmel sei Dank. Welche große Hilfe. Wäre hier unten eine Verderbnisquelle verblieben, hätte sie sich innerhalb weniger Tage über ganz... Ja? Königsfels ausgebreitet, wolltest du sagen? Wo auch immer du herkommst, die Leute dort müssen ziemlich zäh sein. Ich meine, du bist kaum eine Stunde hier und beseitigst bereits Verderbnis. Ach, das ist... Beeindruckend, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, ich komme ursprünglich aus Tamriel. Da sind die Leute alle sehr stark. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Wie? Auch wenn die Verderbnisquelle beseitigt wurde. Einer von uns muss in der Siedlung Königsfels Bescheid sagen. Wir müssen sie warnen. Was ist dir lieber? Ich würde dich zwar lieber begleiten, aber ich muss hierbleiben. Geh, bring Aufseherin Saville diese Nachricht. Wir sind schon lange wegen dieser Verderbnisausbrüche besorgt. Ja, machen wir. Sturmwarnung heißt das Ganze. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon fast 40 Minuten dran sind, laut meiner Uhr zumindest, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir ja den nächsten Teil dann in der nächsten Folge sehen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich davon ein Let's Play machen werde. Das große Problem ist ja, wenn ich jeden Tag 8,5 Stunden darauf warten muss, überhaupt reinzukommen, dass ich quasi überhaupt nichts mehr machen kann. Weil man kann ja auch nichts nebenbei spielen oder aufnehmen oder sonst was. Deswegen, ja. Ist das ein bisschen davon abhängig, ob Amazon das noch auf die Reihe kriegt in naher Zukunft und das Ganze repariert mit den Servern. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich werde nämlich heute noch ein bisschen spielen. Und das seht ihr dann in Folge 2. Bis dann. Ciao.